Hallo Max, grüß dich. Auch ich möchte dir natürlich nochmal herzlich zu deinen erreichten 100 bzw. 200 Abonnenten gratulieren. Ist schon immer ein tolles Gefühl, wenn man so eine runde Zahl zusammen hat. Ja, du hattest uns gebeten, dir eine VA zu machen. Und zwar zu dem Thema, warum wir mit YouTube angefangen sind, beziehungsweise was unsere Ziele auf YouTube sind. Ganz ehrlich, meine Ziele auf YouTube, Ziele hatte ich eigentlich nicht wirklich. Es war so, ich habe mir verschiedene Tourenvideos, Wandervideos angeschaut, unter anderem damals noch von Volker vom Frankentrekking. Und so bin ich dann halt auf diese Outdoor-Szene, sage ich jetzt mal, gestoßen. Ich würde mich selber auch nicht als Bushcrafter bezeichnen, sondern eher als Bushcraft-interessierten Wanderer. Und warum ich mit YouTube angefangen habe, war ganz einfach, ich fand das toll zu sehen, was die anderen in der Natur unternehmen. Und fand das auch toll, dass da regelmäßig Kommentare unter deren Videos standen, und das hat mir halt gefallen. Ja, jetzt bin ich mittlerweile schon ein bisschen über ein Jahr dabei. Hab wirklich viel erlebt in dem einen Jahr. Bin viel rausgegangen in dem einen Jahr. Ich habe fast jedes Wochenende eine Tour unternommen, wenn nicht gerade irgendwie was anlag am Wochenende. Und es ist auch von fast oder von vielen Touren sind Videos entstanden. Besondere Ziele, wie gesagt, habe ich gar nicht gehabt damals. Ich fand es halt toll, eine Möglichkeit zu haben, seine Erfahrungen draußen mit Leuten zu teilen, weil, naja, wenn man in der Familie seine Wanderfotos rumzeigt, beim dritten, vierten Mal sagen sie dann auch, ja, schön, habe ich schon gesehen. Ja, nun gut. Ich finde auf jeden Fall ganz klasse, was du auf deinem Kanal machst. Also ich finde, du hast eine gute Mischung auf deinem Kanal. Und wenn, das habe ich auch schon zum Kanal Waldhörnchen TV gesagt, wenn mehrere junge Menschen in eurem Alter sich mit solchen Sachen beschäftigen würden, denke ich mal, hätten wir alle auf der Welt in Zukunft ein paar Probleme weniger. Ich finde deine Experimente, die du machst, auch ganz toll. Mal zu schauen, ob jemand hilft oder so. Fand ich ein klasse Video. Und mir bleibt nur, dir alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, wie viel Abonnenten es jetzt aktuell sind. Aber es werden dann doch noch ein paar dazugekommen sein. Und ich sage dann mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.